heute im Test die aktuellen Nico China Böller D4 Stück mit diesem Dragon Cover, also die aktuellste Variante der Nico China Böller D. Knallkörper, Kategorie 2F2, wie man auch schon sieht mit der F2 BAM-Nummer. NEM ca. 11,2 Gramm, sprich 2,8 Gramm pro Böller bei 4 Stück. Und drehen wir mal zur Seite, finden wir hier noch ein paar wichtige Informationen. Hersteller wird auch hier wieder als Nico Lüning Event angegeben, was aber an sich auch nur chinesische Produktion ist, sprich Nico ist hier auch nur der Importeur und nicht der Hersteller. Jo, gucken wir uns mal nochmal die andere Seite hier oben an. Ja, auch hier finden wir nur Gebrauchshinweise, kennt ja jeder. Backcover haben sie keins, darum schauen wir uns einfach mal einen Detail an. Jo, klassisch rot gehaltene Böller. Hier China Böller D, Knallkörper Cut 2. An sich steht hier aber auch nicht viel mehr Wichtiges drauf. Hier nochmal NEM ca. 2,8 Gramm. Hinten ein bisschen zugeklebt. Man sieht es hier glänzt auch ein bisschen. Aber ja, minimal, also hauptsächlich Tonerde eigentlich nur. Und Wandung ist auch relativ mies. Oben auch total scheiße, einfach nur zugemacht. Wandung genauso scheiße. Ja, also kann man im Grunde genommen sagen, dass er wirklich ziemlich schlecht aussieht. Soll aber angeblich trotzdem ziemlich laut sein. Sogar mit wohl die besten aktuellen Böller, die man noch so bekommt. Ob das stimmt, werden wir sehen. Von der Verarbeitung her auf jeden Fall schauen sie schon mal nicht so gut aus.